Also der sagt, er aber hätte... im Grunde sagt er doch gar nichts, meine Herren. Na, da bin ich aber ganz anderer Ansicht, Herr Jülich. Unsere Aufgabe wird es sein, ihn klarzumachen, dass es sich hier mal... Wir lassen bitten. Mein Name ist Trimmel. Ich bin Professor Scheuerlein. Das ist der Staatssekretär Jabung vom Bundesgesundheitsministerium. Ich bitte, meine kleine Verspätung zu entschuldigen. Ich hatte einen kleinen Autounfall. Sie sind nicht der einzige Punkt auf unserer Tagesordnung, Herr Trimmel. Also was liegt an? In einem solchen Fall ist die Polizei verpflichtet, sich alle nur erreichbaren Informationen zu beschaffen. Ich bin Ihnen deshalb sehr dankbar, dass sich die Gelegenheit hier ergeben hat. Sie sagten, Sie hätten den nach unserer Ansicht absurden Verdacht, bei der Vergabe von Organen durch den Computer sei möglicherweise nicht alles mit rechten Dingen zugegangen? Sie formulieren das etwas überspitzt. Tatsächlich gibt es eine Anzahl von Verdachtsmomenten in dieser Richtung. Als da wären... Herr Tondorf, seine Leiche trug ein Computerprotokoll über eine Organverpflanzung in der Hand. Es hätte auch ein Protokoll über den Kreideverbrauch der Hamburger Schulen sein können, denke ich. Auf dem Protokoll in der Hand der Leiche war ein Professor Becker erwähnt. Einer unserer fähigsten Urologen und Chirurgen. Mit einer Privatklinik. Der einzigen Klinik, die außerhalb einer Universität Nieren verpflanzt hat. Ich kenne Becker persönlich. Er ist ein besessener Arzt, über jeden Zweifel erhaben. Besessen, sagten Sie? Nun ja, besessen. Darf ich Ihnen vorschlagen, Ihre Goldwaage bei der Prüfung meiner Worte wieder einzupacken und Erklärungen mit größerem Gewicht vorzutragen? Wenn Sie Professor Becker kennen, ist Ihnen sicherlich auch Professor Lachnitz ein Begriff. Lachnitz? Natürlich. Er erwähnte Sie. Sie sehen weiter so aus, dass sowohl Herr Becker als auch Herr Lachnitz in den Verdacht geraten könnten, ich sage könnten, mit solchen Dingen, unregelmäßigen Dingen, in Verbindung zu stehen. Das ist schon vom Computer her ganz unmöglich. Die haben doch hinter jedem Arbeitsvorgang einen Kontrollvorgang. Wer war Tondorf? Ein exzellenter Fachmann, hatten wir den Eindruck. Wir raten Ihnen wirklich, aus einer Kette von Zufällen, einer Kette mit allenfalls drei Gliedern, nicht gleich einen Elefanten zu machen. Ich bin Beamter wie Sie, Herr Trimmel. Ich bin der Letzte, der nicht begreifen würde, dass Sie hier Ihre Pflicht tun. Aber ich habe doch den Eindruck, dass Sie sich mit Ihren Theorien etwas übernommen haben.